So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück auf Beatdown Flow. So, wir zocken wieder Star Wars Battlefront und diesmal zeige ich euch eine komplette Runde Walker Soul. Wir kommen hier in irgendeine Runde rein und wir starten als Rebell. Als Rebellen haben wir die Aufgabe hier auf Walker Soul die AT-ATs zu zerstören. Was nicht ganz so leicht ist, aber wie ich mitbekommen habe, ist auch möglich. Insgesamt, irgendwie habe ich keine Hands ausgerüstet, das ist jetzt scheiße. Insgesamt habe ich es, glaube ich, 3 oder 4 Mal geschafft, die komplett zu zerstören, also die Runde als Rebell zu gewinnen. Man muss halt wirklich sich darauf fokussieren als Team und es müssen alle zusammenarbeiten, dann kann das auch funktionieren. Ja genau, das ist meins hier. Primary, habe ich das jetzt? Jawohl. So, wir versuchen uns mal den X-Wing zu krallen. Natürlich klappt das nicht. Das finde ich ein bisschen scheiße. Die Rebellen-Spawns für Fahrzeuge und allen möglichen Kram, auch Jedis, die sind am Anfang viel zu weit vorne. Ich bin ja schon fast in der gegnerischen Base, wie ihr hier seht. Oh, da habe ich mir einen Kill geklaut. Übrigens ist da gerade Luke, der hier vor sich hin stirbt. Ich warte jetzt hier einfach mal auf so einen X-Wing. Also ist ein bisschen schwierig am Anfang, sich so einen zu krallen. Weil da hinter dem AT, das spawnen schon die Feinde. Oh, wir haben einen. Rufen wir uns den X-Wing. X-Wing finde ich ist bisher das beste Fluggerät, weil der lässt sich am besten steuern. Und da geht's los. Und wir krallen uns mal den Typen. Ne, den da. Also fliegen ist echt schwer. Oh Gott, ja, wie man sieht, ich bin schon tot, weil irgendeiner hinter mir war. Sehr geil. Ja, so ist das manchmal. Kann schneller vorbei sein, als man denkt. Okay, gib mal einfach mal mit hier, wenn er hier so langsam angedonnert kommt. Okay, da mal ein AT-ST. Immer schön mit Granaten werfen und mit dem Blaster einfach voll drauf halten. Oh, jetzt hab ich schnell gedrückt. Ist halt echt scheiße. Man ist halt an vorderster Front und will so einen X-Wing haben. Es gibt noch einen zweiten Spawn hier am Anfang. Er ist aber fast genauso kacke, obwohl der hier noch ein bisschen beschissener ist. Ja, Aim of Doom hier. Warte. Komplett. Ah, ich hab mich weg hier. Ich bräuchte halt ein Schild, das sah ich aber gerade nicht. Komm, Boy, hol dir den X-Wing. Ich halte dir die vom Leib. Komm, hol's dir. Ja, siehst du, das ist so scheiße. Weil das Ding ist, die Fahrzeugspawns hat man auch nicht nach dem Sterben. Wenn man sich so eine Granate hier aufpickt, dann hat man die, nachdem man gestorben ist, noch. Was habe ich hier so ein Charge? Mit dem könnte ich mir so ein Teil krallen. Oh, jetzt. In dem Moment, wo ihr das hier seht, der Walker ist exposed. Das heißt, das Schild ist runtergefahren und jetzt könnt ihr da mit allem draufschießen. Auch mit dem Blaster hier. Das müssten jetzt eigentlich alle machen. Dann schafft man es auch. Ich glaube, so dreimal muss man die exposen und dann kriegt man die auch gut kaputt, wenn alle mitmachen. Aber irgendwie machen das gerade nicht alle. Mal müssen wir sie jetzt vielleicht hier noch an die Turret setzen. Ah, siehst du, ist schon wieder vorbei. Es geht halt extrem schnell. Ah ja, gib mal eine Handgranate. Siehst du hier, perfekt. 2 Leben, jetzt habe ich mich gesaved. Jetzt regeneriere ich erstmal kurz. Versuche ich meinen Kumpel zu helfen. Da ist der andere X-Wing Spawn. Hier. Der ist ein bisschen besser, weil die meisten Gegner, so viele gehen hier immer nicht lang, habe ich das Gefühl. Und Luke spawnt hier, auf dem Weg hier. Wo er noch spawnt, weiß ich nicht. Ich habe ihn nur vorne mal hier aufgepickt. Jetzt ist er natürlich nicht da. Und ein X-Wing ist natürlich auch nicht da. Wo hier gerade noch Ruhe herrscht und nicht mehr so ein Picken sind. Naja, können wir nicht ändern. Dann gehen wir halt einfach rein ins Geschehen. Ah, die kämpfen auch schon wieder ganz woanders. Oh, guck mal da. Ich habe auch das Gefühl, viele Spieler, die warten einfach die ganze Zeit an den Spawns von Fahrzeugen oder Jedis, um sich da einen abzukriegen. Na, was ist denn? Sind irgendwie gerade hinter den feindlichen Linien. Ah, ich will gerade wegfliegen. Scheiße, bin ich da meine Leiche weggesprungen. Was war das denn?
Oh, Kacke, ey. Oh nein. Kann nicht wahr sein. Oh, guck mal, was haben wir hier? Ich habe hier mal so einen Imploder. Die ist ziemlich cool. Einfach geil klingen und eine Menge Schaden machen. Wir müssen uns halt dann einfach mal. Oh ne, eine Blasterkanone. Die ist auch nicht schlecht. Dann geh weg. Oh, jetzt wollte ich auch da hochfliegen. Scheiße, ich krieg das nicht mehr hin. Aber manche Bergklippen wird man so ein bisschen den Verhängen. Kommt man nicht so einfach hoch. Zum Beispiel die hier. Ah, jawohl, da komme ich nicht hoch. Oh, da. Oh nein, der Feuer hat mich getötet, Mann. Den habe ich gar nicht mitgeschnitten. Nein! Oh, Feuer. Hier drin ist spawnt auch so ein Heli, genau hier zwischen in dem Flügel. Kann man auch so ein Flugzeug holen. Heli, sage ich schon, ne? Hier, du Penner, Alter, was geht mit dir? Gambelt da hinten ab und versucht sich hier die Kills zu sneaken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das Movement von den Spielfiguren sieht auf jeden Fall richtig cool. Finde ich richtig cool. Wie es aussieht. Sieht sehr realistisch aus. Sehr echt, sehr cool. Gefällt mir gut. Also man kann die ja scheinbar auch zukünftig noch customizen. Man hat nämlich so eine Zone im Menü. Boom. Oh, der rennt in die Handgranate. Was war denn das? Oh, Orbital Strike. Ich dachte, ich wäre außerhalb der Zone gewesen. Y-Wing locked in. Oh, Y-Wing locked in. Das ist so ein Bomber, glaube. Der wirft immer ganz schön heftige Bomben auf die AGs ab. Wenn wir die Dinger verteidigen und aktivieren. Glaube ich zumindest, dass das so war. Ah, seht ihr, was ich meine? Die Kanone habe ich immer noch, wo ich jetzt schon ein paar Mal gestorben bin. Kann man sich jetzt hier so abspielen? Kann sie hier scharf gehen. Oder halt auch einfach sterben, weil da hinter uns ein Sniper ist. Kommt der da hin? Warum gammelt der da rum? Bin ich ganz schön oft einfach nur am Sterben. Ich würde ja gerne mal fliegen. Fliegen macht mir echt extrem viel Spaß. Oh, hier sind welche drin. Mach Platz. Man kann auch die Seiten so tauschen. Wenn man einfach einmal C drückt, das ist auch nicht schlecht. Boah, ich spiele eigentlich nicht so viel besser, aber es macht gerade Spaß. Ich sehe halt immer gern meinen Charakter, aber. Ey, bleibst du hier, du Penner? Ist auch cool mit den Lichteffekten von drin nach draußen, dass das so richtig blendet hier. Wenn man erst rausgeht, sieht man richtig was. Ich habe keinen Charge für mein Ding. Penner, leg dich nicht mit mir an. Oh, kommt die Granate gut? Komm an. Du musst doch rausrennen. Hahaha, geil. Ich hab genau reingeworfen. Hier, du Scheißteil. Wir können ja gerade nichts dagegen machen. Aber wir können ein paar Granaten dran werfen. Die Ionengranaten sind gut gegen die. Angeblich. Ich weiß noch nicht, wie lange es immer dauert, bis die Schilde runterfahren. Wie viel Schaden der da abkriegen muss. Hui. Boom. Oh, 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 wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. So sterben wir. ATST, 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 ATST. Ich hasse dich. Du großer behinderter Zweibeiner. Wie so ein Dino auf zwei Beinen, ey. Nur aus Metall. Wir sind noch gar nicht viel geflogen, ey. Einmal X-Wing, das kann doch nicht sein. Manchmal gibt's Runden, da fliege ich übel oft. Da hab ich. Da braucht halt auch immer ein bisschen Luck, sowas ist. Komm mal her, Junge. Mit mir kämpfen oder was? Was haben wir hier? Thermal. Oh. Ne, die brauchen wir noch nicht verwenden. Das ist Quatsch. Ah, ich habe mich verdrückt. Was habe ich denn in der Hand? Das gibt's doch nicht. Ich kann mir noch Flugzeuge runterholen. Ich krieg meine Waffe nicht mehr gewechselt. Doch, krieg ich. Das bringt mir nämlich nichts, auf die zu schießen, weil die Schilde noch oben sind. Dann mache ich keinen Schaden. Uplink has been
Ey, was? Der ist nicht gestorben? Das kann nicht wahr sein. Da war doch so low. Oder? Hm. Flori will fliegen. Well done. We've activated the uplift. Ich soll immer auch gucken, die versuchen immer ganz oft da in die Hänge sich zu stellen. Boah, was? Ah, Blaster kennen. Oh Gott, nein, die macht natürlich ordentlich Schaden, wenn die einen trifft. Ah, das gewinnen wir nicht mehr. Das gewinnen wir, glaube ich, nicht. Nee, da haben wir zu wenig Schaden an den AT-ATs gemacht. Ich glaube, das senkt viel von den Fliegern ab. Das klingt doch übel geil. Das ist so geil. Fußball, du geschwollte Scheiße, Junge! Ach komm, ich schieße einfach meine Rakete drauf. So egal. Wow! Hau ab, Junge! Oh, hat mich der AT-AT abgeknallt. Das kann ja nicht wahr sein. Ich will doch auch mal Jedi sein. Jetzt! Toll, dann schafft er. Oh, gehen wir den. Guck mal, Denner. Ah, ich hab mich verklickt. Schieß doch endlich wieder! Ja, wir haben einen Down. Vielleicht kommst du doch noch schon. Nein, wir haben verloren. Oh, war das... Naja, okay. Aber fast hätten wir es schaffen können. Fast hätten wir es schaffen können, liebe Freunde. Beim nächsten Mal vielleicht. Nicht einmal Jedi gewesen, nur einmal geflogen und übelst verkackt. Naja, gut, egal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit mir bei Star Wars Battlefront. Lasst einen Daumen da oder einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Du hast das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und wirst Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da oder abonniere uns sogar, wenn wir dir gefallen haben und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher, aber das macht nichts, ich mach einfach weiter. Ist mir scheißegal. Okay. Und hier... Aha, genau, hier. Die fetten Playlists, Junge. Guck dir die Playlists an, hier. Schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonniere uns, falls wir dir gefallen haben. Kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahle ich dich eigentlich, Alter? Ich hab's vergessen. Raste mal nicht aus, gell? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. In der nächsten Folge auf BTV.